Also ich bin nicht dafür, dass der Horst jetzt erst eine rauchen geht, sondern mit seinem Bericht anfängt. Ja. Vorher möchte ich mich natürlich auch noch mal im Namen des Aufsichtsrats bei Alex Jobst bedanken. Herzlichen Dank. So, ich habe meine Sinalco mitgebracht. Alex, war das jetzt gut, dass ich das gesagt habe? Können wir das Bild ein bisschen schmaler machen oder muss ich wieder laufen gehen? Okay. Fangen wir an. Also bevor ich zu meiner Rede komme, möchte ich noch ganz kurz was zu meinen beiden Vorstandskollegen sagen. Peter, dein 45-35 war eindrucksvoll. In der Tat sind das unsere Ziele in den kommenden Jahren. Wir sind uns einig, bei der Grundlage der vergangenen und der nächsten Jahre finanzielle Konsolidierung und sportlicher Erfolg, beides muss im Einklang sein. Oder besser, kein sportlicher Erfolg zu Lasten der finanziellen Konsolidierung. Beides bedingt einander. Kommen wir zum Berger Feld. Das ist ein tolles Projekt. Wir bauen das Schalke der nächsten Generation. Und ich finde es auch toll, dass da alle mitmachen, denn es soll ja auch für alle sein. Und auch da bin ich bei dir. Verantwortung zu tragen heißt manchmal eben auch, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Sei es im finanziellen Bereich wie bei dir oder im sportlichen Bereich wie bei mir. Alex, ich freue mich, dass du jetzt der Dritte im Bunde bist und wir die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilen können. Vorher waren ja zwei andere dafür verantwortlich. Ich glaube, ich war einer davon. Ich bin froh, dass wir jetzt einen Profi in diesem Bereich zur Verfügung haben. Ich wünsche dir dabei natürlich selbstverständlich viel Erfolg und ich weiß, wie wichtig der Fußball ist. Darum fand ich es besonders gut, was du zuletzt über Werte gesagt hast, über unsere Werte, unseren S04, unsere Werte, die so einzigartig sind und, so, und unseren Verein so großartig machen. Liebe Mitglieder, erinnert ihr euch noch an die letzte JHV? Da hatten wir das Motto, wir wachsen zusammen. Ich finde, wir sind einen großen Schritt dabei nach vorne gekommen. Wir werden wieder mehr und mehr eine Familie. Das ist für mich der wichtigste Wert. Ohne den ist alles nichts. Ohne den können wir nichts schaffen. Ich komme da nachher nochmal drauf zurück. Ich baue das so ein bisschen auf. Also versuche es zumindest. Wir hatten selbstverständlich auch bei der letzten JHV einige Wünsche, die alle im Prinzip mit unseren Werten zu tun haben. Erstens, wir wollten dafür sorgen, dass die Glückaufkampfbahn nicht vergessen wird. Wir hatten hier eine lebhafte Diskussion, was wir alles in den vergangenen Jahren nicht so gut gemacht haben. Also haben wir ein Spiel gegen unsere Freunde vom FC Twente organisiert. Dieses Jahr würden wir gerne ein Spiel gegen den Club dort organisieren. Zweitens, wir wollten die Erinnerung hochhalten, wo wir herkommen. Wir haben eine Grubenfahrt mit unseren Lizenzspielern gemacht. Und ich kann euch sagen, es hat nicht nur imposante Bilder gegeben, das hat auch die Spieler sehr beeindruckt. Sie haben gesehen, wie hart die Arbeitsbedingungen unter Tage sind. Drittens, wir haben gesagt, dass wir unsere Jugendspieler früh emotionalisieren und somit an uns binden wollen. Deshalb haben wir bei allen Auswärtsspielen in der Euroleague immer eine Jugendmannschaft mitgenommen. Und die Jungs waren echt beeindruckt. Und viertens, wir haben uns alle eine bessere Stimmung im nächsten Jahr gewünscht. Wir haben gesagt, dass es von zwei Faktoren abhängig sein muss. Erstens, dass die Mannschaft wieder besser Fußball spielen muss. Und zweitens, dass die Fans die Mannschaft auch wieder besser unterstützen muss. Beides hat super geklappt.
Die Mannschaft hat sich um 11 Plätze gegenüber dem Vorjahr auf Platz 3 verbessert. Also hat sie in der Tat besser gespielt. Hat sie, oder? Aber ihr habt auch die Mannschaft besser unterstützt. Wie oft haben wir hinten gelegen und wie oft haben wir das Ding noch umgebogen? Dank der Moral des Teams, aber auch dank der Unterstützung durch euch. Das gilt für unsere Spiele in der Arena. Die Heimbilanz hat sich deutlich verbessert gegenüber der Vorsaison. Das gilt aber auch und besonders in den Auswärtsspielen. Von der Stimmung her gibt es für uns sowieso keine Auswärtsspiele. Von der Stimmung her sind wir überall her im Haus. Von mir und der gesamten Mannschaft danke. Danke für einen tollen Support in der letzten Saison. Kommen wir zum sportlichen Rückblick. Die Ausgangslage war klar. Es gab eine deutliche Vorgabe des Aufsichtsrates, den aufgeblähten Kader zu reduzieren und dabei den sportlichen Erfolg zu steigern. Für den Kader hieß das, Quantität reduzieren, Qualität erhalten oder erhöhen. Das ist uns nachdrücklich gelungen. Wir spielen wieder Champions League. Das Team hat eine riesen Saison gespielt. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was uns alles passiert ist. Da war zu einem der Trainerwechsel. Wir mussten mitten in der Saison unseren Trainer wechseln, weil er ein Burnout hatte. Das ist noch nie da gewesen. Lieber Ralf, ich weiß, dass es dir mittlerweile wieder gut geht und du prüfst gerade das ein oder andere Engagement. Ich hoffe, dass wir uns in der Bundesliga wieder wiedersehen werden, dass die Punkte dann selbstverständlich bei uns bleiben. Das weißt du natürlich ganz genau. Wir haben dann unseren Jahrhunderttrainer verpflichtet und Hüb hat das wirklich prima hingekriegt. Er hat die Mannschaft stabilisiert und weiterentwickelt. Platz 3 ist zu einem großen Teil sein Verdienst. Danke dir, Hüb. Und zum anderen hatten wir ungeheures Verletzungspech bei den Torhütern. Wir hatten ja ohnehin schon zu Saisonbeginn einen sehr guten Torwart verloren. Damals waren wir uns aber alle einig, wir setzen auf unsere jungen Keeper. Ich kann mich daran erinnern, dass jeder gejubelt hat hier, als wir Fährmann verpflichtet haben. Dass die Jungen Fehler machen, ist, denke ich, normal. Aber man baut die Leute wieder auf und schenkt ihnen Vertrauen. Dass sie uns dann auch nacheinander weggebrochen sind, damit konnte keiner rechnen. Und wir waren allerdings froh, dass wir einen alten Hasen verpflichtet haben. Dass der dann auch noch ausfiel, hat das dann wirklich noch das Fass zum Überlaufen gebracht. Und wir waren wirklich schon auf der Suche, wer noch Handschuhe anhat oder nicht. Trotz alledem muss ich sagen, mein Fazit, alle die, die gespielt haben, haben ihre Sache wirklich sehr gut hinbekommen. Trotz Probleme und Trainer und Torhüter, was haben wir erreicht? Hier einige objektive Zahlen und Fakten, damit wir noch mal alle ein Bewusstsein schaffen, was wir letzte Saison alles so gemacht haben. Wir sind Tabellendritter und spielen Champions League. Wir haben 20 Siege in der Bundesliga eingefahren, die meisten seit dem Spieljahr 06-07. Applaus 74 Tore, die meisten seit 35 Jahren. Applaus Eine tolle Heimbilanz mit 40 Punkten, 13 Siege, fast doppelt so viele wie in der Saison davor. Stabilität bei eigener Führung, 15 von 18 Spielen bei 1-0 Führung gewonnen. Es kommt noch besser.
aber auch Moral nach Rückständen. 5 Siege nach 0-1 Rückstand sind Liga-Bestleistung. Sind Liga-Bestleistung um mehr als in 5 Jahren zuvor zusammen. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Also 25 Tore durch Mittelfeldspieler. Schalke ist beste Ausbeute seit Beginn der Datenerfassung vor 20 Jahren. Keine Abwehrreihe sammelte so viele Scorerpunkte, 31, mehr als das Mittelfeld vom HSV oder Hannover. Und jetzt kommt's. Und das alles mit der zweitjüngsten Mannschaft hinter Hoffenheim. Im Schnitt waren wir 24,8 Jahre. Lass die mal älter werden, also dann können die anderen sich warm anziehen. Aber dieser Erfolg beruht nicht nur auf Spielern wie Fafan, Huntelaar oder Raoul, sondern auch auf Spielern wie Marika, Hoogland oder Moritz. Noch einmal. Der dritte Platz ist eine Mannschaftsleistung, eine Leistung des gesamten Teams. Das ist wichtig, ja? Denn dieser Erfolg war nur möglich, weil das Team zusammengehalten hat. Auch das Team hat sich gesagt, wir wachsen zusammen. Alle haben das beherzigt. Ob Trainer, Betreuer, Ärzte, Spieler, alle Spieler waren wichtig. Auch die, die selten gespielt haben. Trotzdem will ich jetzt noch einen Spieler besonders erwähnen. Unsere Nummer 7, Raoul. Sein Abschied hat gezeigt, was wir alle auf Schalke von ihm halten. Es waren 2 Jahre lang nicht nur eine sportliche Beziehung, sondern auch eine sehr emotionale. Wir hätten ihn gerne behalten, wir haben ihm auch ein sehr gutes Angebot gemacht, müssen allerdings seine Entscheidung akzeptieren. Er hat jetzt mehr Zeit für die Familie und wahrscheinlich auch mehr Geld. Da gibt's kein Brutto. Raoul hat auf dem Platz mit Verstand und Gefühl vieles richtig gemacht und wahrscheinlich auch bei dieser Entscheidung. Danke dir, Senior Raoul. Kommen wir zu unserem sportlichen Unterbau. Wir haben für alle Nachwuchsmannschaften eine Änderung mit hohem symbolischen Wert eingeführt. Die Nachwuchsabteilung heißt nicht mehr Nachwuchsabteilung, wie bei allen anderen Vereinen. Sie hat bei uns einen besonderen Namen bekommen. Ab sofort heißt sie Knappenschmiede. So kann nur unserer Verein heißen. So kann nur unsere Nachwuchsabteilung heißen. Der Begriff zeigt, dass wir wissen, wo wir herkommen und dass wir es auch der Jugend von Anfang an klar machen wollen. Wie letztes Jahr angekündigt, finden in diesem Jahr erste Fußballcamps unserer neu gegründeten Fußballschule in ganz Deutschland statt. Wir wollten und werden mit diesem Schritt so früh wie möglich die emotionale Bindung zu Schalke 04 herstellen. Die U23 ist wie letztes Jahr angekündigt nicht länger Entsorgungspark der ersten Mannschaft. Sie sollte möglichst in der höchsten Klasse spielen. Das hat sie leider noch nicht geschafft. Aber sie hat auch eine andere Aufgabe. Sie sollte möglichst talentierte Spieler für die Profis ausbilden. Das hat sie geschafft. Denn mit Philipp Hoffmann und Cead Kolasinac gehören künftig 2 Spieler zum Lizenzspielerkader. Zurzeit spielen sie noch ein bisschen bei der U19. Und hoffen, dass sie die Schale bekommen. Nämlich die A-Jugend, unsere U19, steht als Meister der Bundesliga West im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Gegen den Wolfsburg. Okay.
Wahnsinn. Die Spiele sind am 6. und 10. Juni. Am 10. findet das Heimspiel in Erkenschwick statt. Ich lese immer Erkenschwick, ich muss nicht wegen Wolfsburg lachen, sondern ich lache wegen Erkenschwick, weil da kann ich gar nicht drüber lachen. Peter, lass uns bitte Gas geben beim Bergerfeld. Es ärgert mich maßlos und ich weiß dich auch, dass unsere Jugend nicht im eigenen Stadion spielen kann. Nichts gegen Erkenschwick, aber Mensch, die müssen doch bei uns spielen. Aber auch bei der A-Jugend steht der Ausbildungsgedanke im Vordergrund. Wir haben zum Beispiel den Vertrag mit Max Meyer verlängert. Ein Riesentalent. Er könnte noch U17 spielen und zukünftig wollen wir ihn in regelmäßigen Abständen bei den Profis mittrainieren lassen. Wir werden künftig wieder eine U16 haben und die werden wir selbstverständlich mit einem qualitativ hochwertigen Trainer besetzen. Wenn ich euch jetzt erzähle, warum wir die abgeschafft haben damals, das glaubt ja keiner hier. Also ich erzähle es besser auch nicht. Ja, okay, ich erzähle es kurz. Also mir wurde gesagt, man hat die U16 abgeschafft, weil ein anderer Verein, nämlich Leverkusen, die auch abgeschafft hat. Und dann hat man gesagt, okay, dann machen wir das auch. Aber hinterfragt hat man das damals nicht. Also von daher, wir sind doch was und wir müssen uns doch nicht nach anderen richten. Also von daher. Haben wir sie wieder eingeführt und ich denke, dass das auch eine gute Sache ist, Bodo. Ne? Du arbeitest hart dafür, dass das alles in die richtigen Bahnen läuft. Mein Fazit, mit den Profis und den Jugendmannschaften sind wir auf einem sehr guten Weg. Aber bei aller Freude gab es letzte Saison natürlich auch Punkte, die mir nicht gefallen haben und euch sicherlich auch nicht. Diese gilt es zu verbessern. Bei fast allen Spielen gegen sogenannte deutsche Top-Teams, jetzt erspart mir bitte die Namen, haben wir uns unter Wert verkauft. Das geht nicht, das müssen wir ändern. In manchen Spielen fehlt eine gewisse Souveränität, eine gewisse Abgeklärtheit, das Wissen um die eigene Stärke. Das hängt vielleicht mit dem Alter zusammen. Außerdem, wie eben schon gesagt, sind wir zu häufig in Rückstand geraten. Wir haben 10 Gegentore in der Anfangsviertelstunde bekommen. Das ist der viertschlechteste Wert in der Liga. Und wir haben in den ersten 15 Minuten die drittmeisten Torschüsse zugelassen. Wir haben zwar wieder viele Spiele gedreht, aber das kostet enorm Kraft und geht halt auch nicht immer gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass nicht alle immer rechtzeitig an ihren Plätzen sind und die Mannschaft dadurch ein bisschen irritiert ist. Also wenn die zweite Halbzeit und die erste Halbzeit anfängt, dann bitte pünktlich ins Stadion sein und nicht noch in irgendeinem VIP-Bereich sich aufhalten. Das hört man doch, wenn der Schiri pfeift. Also, wir arbeiten selbstverständlich daran, diese Schwächen abzuschaffen. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, im Grunde ist das ein Klagen auf hohem Niveau. Die allermeisten Vereine hätten gerne nur diese Probleme. Die meisten haben mehr und größere. Kommen wir zur nächsten Saison. Die Aufgabe ist klar, die gleiche wie letzte Saison. Sportlicher Erfolg bei finanzieller Konsolidierung. Wir haben weiterhin die klare Vorgabe des Aufsichtsrates, den Kader zu verkleinern und die Kosten runterzufahren. Ich finde, dass das der einzig richtige Weg ist und stehe voll dahinter. Bei der Vielzahl der noch gültigen Verträge kann dieser Prozess nicht in einer oder zwei Transferperioden bewältigt werden. Der Verein hat aus der Vergangenheit noch viele Verpflichtungen, an die ich mich halten muss. Die Vergangenheit bindet unsere Gegenwart und teilweise leider auch die Zukunft. Wir haben nun mal noch zu viele Spieler unter Vertrag. Und im Übrigen, liebe Mitglieder, eine Kaderzusammenstellung ist kein Wunschkonzert oder ein Managerspiel, wo man zu jeder Zeit Transfers tätigen kann. Und wenn alles nicht klappt,
kauft am Ende der Computer die Spieler. Realität, liebe Schalker, sieht anders aus. An diesen Beschränkungen muss ich mich halten. Die finanzielle Konsolidierung des FC Schalke 04 ist das A und O. Und trotzdem kann ich euch eins versichern. Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft stellen, die in der Lage ist, in allen drei Wettbewerben konkurrenzfähig zu sein. Diese Mannschaft kann auch zukünftig in verschiedenen Systemen spielen. Wir sind in der Lage, entweder ein 4-2-3-1 oder auch verschiedene Variationen des 4-4-2 zu spielen. Somit sind wir vielleicht noch schwerer auszurechnen, als es in der letzten Saison vielleicht der Fall gewesen ist. Aber bei allen Überlegungen ist eines wichtig. Entscheidend wird immer die Teamleistung sein. Der Teamgedanke und der Teamspirit sind Voraussetzungen dafür, dass das Team funktioniert. Und zum Team braucht man viele verschiedene Typen, unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Ich habe am Anfang von Familie gesprochen, auch wenn es vielleicht für einige altmodisch klingt. Das ist und bleibt mein Bild von einem idealen Verein. In einer Familie gibt es wie in einem Fußballteam unterschiedliche Typen. Auch eine Familie setzt sich aus unterschiedlichen Charakteren mit völlig verschiedenen Ansichten, Fähigkeiten und Temperamenten zusammen. Aber die Familie, die ich meine, toleriert die anderen Familienmitglieder. Mehr noch, sie akzeptiert sie in ihrem Anderssein. Mehr noch, sie schützt sie nach außen vor anderen. In meiner Familie passt man aufeinander auf. Wir sind der geilste Verein. Wir haben die geilsten Fans. Ich stehe immer noch nach fast 2 Jahren manchmal mit großen Augen staunend vor diesem Verein und sage, Wahnsinn, was hier abläuft. Diese inbrünstige Liebe zu diesem Verein ist einmalig und einzigartig. Ist wirklich so. Ich war bei genügend Vereinen, ich kann das beurteilen. Glaubt mir das. Aber wie gehen wir zum Teil mit unseren Familienmitgliedern um? Lasst mich mal ein Beispiel nennen. Den Umgang mit Chinedu Obasi. Ich weiß, dass ich wegen dieses Transfers in der Kritik stehe. Und ich stelle mich dieser Kritik. Allerdings ist es immer einfach, eine Entscheidung im Nachhinein zu kritisieren. Wie war denn damals im Winter die Situation? Jeff war verletzt. Sein Wechsel in der Winterpause schien möglich. Wir haben einen Spieler gesucht, der auf verschiedenen Positionen spielen kann und konnten nicht viel Geld investieren. Damit wir uns richtig verstehen, ganz klar, Chinedu hat noch nicht gezeigt, was wir von ihm erwarten. Aber hat er diese Behandlung verdient? Pfeift man ein Familienmitglied aus und gibt es nach einem halben Jahr bereits wieder auf? Oder baut man es auf, bis es seine beste Leistung bringen kann? Denken wir an Klaas Jan im ersten Jahr. Hat er da seine Leistung schon gebracht oder hat er in diesem Jahr die Torjägerkanone geholt? Ich bin sehr für Kritik, auch an mir, auch an unseren Spielern. Aber bitte in richtiger Dosierung und zum richtigen Zeitpunkt. Und zu pfeifen, wenn einem Spieler bei der ersten Ballannahme der Ball verspringt, wie teilweise auch bei Julian Draxler oder Joel Matip, das ist nicht meine Auffassung von Familie. Das ist nicht meine Auffassung von Familie, das ist nicht meine Auffassung von Schalke. Wir gewinnen nichts, keiner von uns, am wenigsten unser geliebter Verein, wenn wir unseren Spielern ihr Selbstvertrauen rauben. Wir dürfen keine Feindbilder in unserer Familie haben. Was ich mir inständig wünsche, worum ich euch wirklich alle bitte, einen noch besseren Umgang mit all unseren Familienmitgliedern.
Jeder in der Schalke-Familie soll sich voll für die Familie einsetzen. Die Spieler auf dem Platz, das ist klar. Die Fans, die Mitglieder sollen offen ihre Meinung sagen. Dem Vorstand und dem Aufsichtsrat gegenüber, zum Beispiel jetzt hier gleich bei der Aussprache. Den Spielern gegenüber sollen sie natürlich auch ihre Meinung sagen. Meinetwegen durch Pfiffe nach dem Spiel, wenn die Mannschaft nicht gekämpft hat oder ihre Leistung nicht gebracht hat. Auch wir vom Management setzen uns voll für unsere Familie Schalke ein. Meine Aufgabe, mein Ziel, Quantität reduzieren, Qualität erhalten, finanzielle Konsolidierung bei möglichst großem sportlichen Erfolg. Dafür arbeite ich, dafür stehe ich. Glück auf!